Der Ausflug nach Venedig findet damit sein Ende. Also wir sind jetzt hier wieder an der Fähre, haben alles Gepäck dabei und trinken noch schnell einen Cappuccino. Und dann gucken wir, ob der Tesla noch steht. Also er steht natürlich noch. Er hat inzwischen gesagt, dass er noch ein Update haben will. Und schauen wir. Das, was da hinter uns liegt, das ist Venedig. Und jetzt geht es wieder zum Auto und dann, ich weiß noch nicht wohin. Also irgendwie macht mich die Landstraßenfahrerei hier total unruhig, wenn ganz klar 70 km/h angezeigt sind, fahren die Einheimischen hier irgendwie 60 und ziemlich flächendeckend, ja, wenn sie nicht gerade so überholen wie jetzt hier, aber das kann man gerade nicht sehen, weil ich gerade reinquatsche, ja, aber wirklich, man fühlt sich total unsicher dafür. Sind wir irgendwie auf einer Via Coparo unterwegs, dürfen 110 km/h fahren, bei Nebel nur 50, sind nicht eingezäunt, das sind keine verrosteten Leitplanken und wir zahlen keine Maut. Und das fahren wir noch 77 km weit, also geht dann doch mal voran und es ist sogar West-Südwest, also nicht mehr ganz nach Süden. Ich verstehe das überhaupt nicht, wieso wir nach Süden fahren. So, also ich will das nur mal aufnehmen, dass wir es nicht vergessen. Das ist diese Via Coparo. Nein, der Frappe. Ach nee, da die SS. Die S. 434. 434. SS 434. Staatsstraße oder sowas. Ja, das stand immer mal so. Und die ist total cool. Die sollte man immer fahren. Wir passieren jetzt gerade Verona. Ist doch auch ein klangvoller Name. Kommt irgendwie bei Goethe auch vor, aber nicht in der Leseprobe, die ich im Moment habe. Ich habe es ja noch nicht mal gekauft, die italienische Reise, sondern ich weiß das nur von diesem Sachsen-Film mit dem Trabi. So, auf jeden Fall noch 29 Kilometer und dann kommen wir beim nächsten Supercharger an und da gibt es dann McDonald's, den Burger von vorgestern. Klasse. Also nicht den Burger von vorgestern, sondern den gleichen, den es vorgestern gab, nur in frisch. Sind angekommen, gleiche Stelle wie am vor zwei Tagen. Samstag. Am Samstag? Freitag. Am Freitag. Freitag. So, für diesen Standort konnte keine Route gefunden werden. Das könnte sein, dass das damit zusammenhängt, dass wir gerade das Update laden und das Netz hier in AFI nicht ganz so toll ist oder schon von anderen belegt ist, sodass der Tesla so seine Schwierigkeiten hat.
eigentlich möchten wir ja zwischendurch noch irgendwo übernachten. Also wir fahren auf keinen Fall heute nach Hause. Wäre Quatsch. Irgendwas in den Bergen oder so schwebt uns vor. Und Ilona wünscht sich, dass es nicht in Italien, sondern in Österreich ist, weil dort die Kilowattstunde tatsächlich 5 Cent billiger ist als hier. Wir waren jetzt wieder in Afi. Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt auf. Wir sind Pieretto verlassen. Wieder den leckeren Burger gegessen und fahren jetzt auf den Landstraßen weiter. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Landstraßen wirklich viel schöner sind. Weil es hier keine Staus gibt. Und wo wir heute landen werden, wissen wir im Moment eigentlich noch nicht. Aber wir wissen, wir sind um 6 theoretisch am Brenner. Jetzt der Stau richtig erwischt hat. Auf jeden Fall steht es. Landschaftlich wunderschön, aber steht und ist vielleicht dann doch nicht so. Wir sind jetzt den ganzen Tag durch Italien gefahren, mautfrei, und eigentlich war es eine wirklich schöne Fahrt. Also wir sind irgendwie um 11, glaube ich, ins Auto gestiegen, also irgendwie so um 10 los oder 9:30 und Fähre. Und dann waren wir im Auto, sagen wir sind um 11 losgefahren, wir haben jetzt noch 10 Minuten bis zum Hotel, stehen jetzt gerade am Supercharger. Seit vielleicht 10 Minuten würden jetzt, wenn wir losfahren, mit 3% in Hippolstein ankommen. Wir bleiben noch ein paar Minuten, weil wir auch immer noch mit irgendwie 80 kW oder so laden. Also können wir das auch machen. Wir haben von hier aus noch 800 Kilometer bis nach Hause, werden noch zweimal an den Supercharger ran müssen, also Hippolstein und Harmsdorf. Also Harmsdorfer Kreuz. Da waren wir, glaube ich, noch nie. Ja, und dann werden wir morgen Abend zu Hause sein. So der Plan. Und 145 Kilometer oder so. Also Ilona sagt gerade, wir haben 18.14 Uhr angefangen zu laden. Und hatten mit 160 Kilometer. Noch 160 Kilometer Reichweite. Jetzt haben wir 315. Es ist 18.27 Uhr. Und wie gesagt, wir würden mit 3% ankommen. Gucken wir mal, was die Ladegeschwindigkeit sagt. Das sind immer noch 80 kW. Also bleiben wir noch ein paar Minuten, sodass wir so ein bisschen Reserve haben. Wobei wir bis Hippolstein, na gut, ein Stück fahren wir da schon wieder in Deutschland. Also, weil wir sind ja auf österreichische Geschwindigkeiten begrenzt dann. Von dem Hotel war natürlich wieder nicht rauszukriegen, ob man dort irgendwie einen Destination Charger hat oder so. Da müssen wir demnächst mal ein bisschen genauer werden und so eine Sache vorher raussuchen. Also Ilona hat gerade mich korrigiert und hat gesagt, weil wir so spontan sind, werden wir auch in Zukunft nicht gucken, ob Hotels, die wir anfahren, irgendwelche Lademöglichkeiten haben. Nicht in erster Linie. Und außerdem verlassen wir uns darauf, dass die Industrie es in nächster Zeit schafft, überall so eine kleinen Destination Charger und so hinzubauen. Ja, die Politik hat es versprochen. Oder sie verspricht es gerade. Ist ja Wahlkampf. Wir arbeiten noch dran. Thank you.
sie hat es wieder getan. Sie hat wieder solide gebucht. Also, ja, ich darf mal zeigen. Eingangsbereich. Ja, so, dann geht es hier sozusagen ins Schlafzimmer. Hier ist der Sekretär. Und dann kommt das Badezimmer. Ja, so. Der Ausblick aus dem Badezimmer, wohlgemerkt. Und, Moment, ich versuche das mal ein bisschen größer zu bekommen. Ja. Also das hier ist so der Rest des Badezimmers. Vermutlich so groß wie Ilonas Arbeitszimmer zu Hause. Nicht der pure Luxus, aber so für uns, so in aller Bescheidenheit, vollkommen ausreichend, finde ich. Unsere letzte Station. Wir sind jetzt irgendwo in Österreich gelandet. Also, wir waren von früh um 10, 11 unterwegs. Also um 11 sind wir ins Auto gestiegen. Jetzt ist es irgendwie so 19.30 Uhr oder so. Wir sind die ganze Zeit gefahren oder haben bei McDonald's gegessen. Oder einfach so am Supercharger gestanden. Ich glaube, das waren auch 20 Minuten. Wir sind absichtlich keine Mautstrecke gefahren, also außer den letzten Metern. Ja. Also als wir den letzten Supercharger in Italien benutzt hatten, sind wir versehentlich auf die Autobahn gefahren. 300 Meter, wirklich 300 Meter Autobahn gefahren und dann wieder abgefahren. Und dafür haben wir dann einen Euro bezahlen müssen. So, es war eine wunderschöne Fahrt, also wir haben die ganze Zeit schönes Wetter gehabt, bis wir hier in die Berge kamen. Da hat das Tiefdruckgebiet, das gerade nördlich der Alpen sich austobt, dann langsam zugeschlagen. Also die letzten Meter hat es dann noch ein bisschen geregnet. Die Pension hier wirbt damit, dass sie 5 Minuten von der Autobahn weg sind. Das gilt aber nur, wenn man dem Auto nicht gesagt hat, keine Mautstrecken. Weil wenn man dem Auto gesagt hat, keine Mautstrecken, fährt man nach 300 Metern wieder von der Autobahn ab, statt 2 Kilometer weiter zu fahren, macht einen Riesenschlängel und fährt dann eine einspurige Bergstraße, circa 15 Kilometer entlang, bis man dann hier ankommt. Aber hier ist wirklich alles total gediegen, total wunderschön, total sauber, blitzsauber, nagelneu. Wirklich gut. Ja, und jetzt sind wir hier. Und das Abenteuer Venedig ist im Prinzip zu Ende. Also wir werden morgen noch mal circa 8 Stunden unterwegs sein bis nach Hause. Aber das lassen wir ruhig angehen, weil wir ja im Urlaub sind, immer noch. Ja, ich habe vorhin ein Foto gemacht, da waren nur die Bergspitzen irgendwie in den Wolken. Jetzt verschwindet hier scheinbar alles. Das soll 1300 Meter hoch sein. Es regnet. Das ist uns aber wirklich vollkommen egal. Wir sind hier total geborgen und es ist eben wunderschön. Die Werbung, man würde die Autobahn nicht hören, stimmt. Ein ganz kleines bisschen nicht. Also es ist nicht so, dass es wirklich stört, aber man sieht da unten die Autobahn. Da. Oder doch da? Doch da. Ja, also man kann sie sehen und wenn ich ganz leise bin, hört man sie bestimmt auch. Aber wirklich weniger als zum Beispiel in Grünheide auf dem Werlsee.